und einfach eine geile Zeit zu haben. Am Ende soll hier jeder sagen, ich habe erstens Südafrika kennengelernt, zweitens, ich habe richtig coole Orte kennengelernt, ich habe einfach Dinge gesehen, die vielleicht nicht jeder Südafrika-Tourist so auch sieht und ich bin auch vielleicht ein bisschen an meine Grenzen gekommen, also vielleicht mental, psychisch, aber eben auch sportlich, da versuchen wir euch auch hinzubringen. Away, can I hold on to something?